habe eine 2D-Animation erstellt in einer Stunde und einen 100 Stunden. Wut und Anger ist so ein Gefühl, das wir sehr, sehr häufig verdrängen, weil es negativ konnotiert ist. Ich habe früher alles mitgenommen an Animes, was ging. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Detektiv Conan. Und den Film, den ich mit Abstand am meisten gesehen habe, bis heute ist Prinzessin Mononoke. Nachdem die ganzen RTL 2 Serien nicht mehr liefen, waren so die Ghibli-Filme die einzige Konstante in dem Bereich. Bis der Tag der Tage kam. Als Attack on Titan rauskam und ich war wieder komplett von einer Anime-Serie gefesselt. Ich wollte in den letzten 2 Monaten herausfinden, was dieses Medium so unfassbar geil macht, und dafür habe ich meinen eigenen kleinen Anime kreiert. Ich habe mit Clip Studio Paint gearbeitet und kann es absolut empfehlen. Es braucht wie jedes Programm eine Weile, bis man sich eingearbeitet hat, aber dann macht es einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe mal in die Beschreibung ein paar Lösungen gepackt von Problemen, die ich hatte, wo ich erstmal stundenlang googeln musste, was ist hier überhaupt los? Okay, nach den ersten Gehversuchen starten wir mit der ersten Animation. Ich will versuchen, in einer Stunde eine Idee umzusetzen. In der Animation soll es um 2 Typen auf einem Cityroller gehen. Typ 2 warnt, Typ 1 vor einem Schlagloch. Typ 1 weicht auf souveränste Art und Weise aus und aus dem Loch kommt eine Faust und haut Typ 1 vom Roller. Wir machen erstmal die Straße. Ich fange jetzt mit den Figuren an. Das geht doch. Er braucht eher ein anderes Merkmal. Moin. Dann kommt der dazu. Schlagloch! Noch eine Viertelstunde. Jetzt brauche ich noch so eine Art Seil, um eine Verbindung zu schaffen von dem Loch zur Faust, sonst ist es zu random. So hat es noch ein bisschen Bezug. Ich nehme jetzt kurz die Stimme noch auf. Servus. Ne, wer sagt denn Moin? Servus. Moin! Moin! Moin. Achtung, Schlagloch! Easy. Okay, wir kommen zur Hauptstory. Shortform-Videos werden auf den Videoplattformen immer wieder von vorne abgespielt, deshalb will ich ein sich wiederholendes Video erstellen. Vielleicht kann ich diesen Loop thematisch sogar aufgreifen. Okay, also wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Was könnte mit der Zeit passieren? Was macht die Zeit? Die Zeit heilt alle Wunden. Ich könnte die Zeit als Charakter zeichnen, die gerade jemanden verarztet, aber man sieht noch nicht, wer verarztet wird. Okay, dafür müssen wir jetzt aber noch einen Text einsprechen. Das heißt, ich habe mir indirekt Hilfe geholt von Katakuri aus One Piece. Hast du wirklich gedacht, ich würde den Kampf auf die Art gewinnen wollen? Rainer aus Attack on Titan. Wir entscheiden das hier und jetzt! Marius Gavrilis. A-E-T-E-R-G-H-I-J-K-L-R-N-O. Du müsstest jetzt schon spüren, wie du sauberer artikulierst. M-N-O-P-Q-R-R. Wer sagt das? Wer sagt das? Worms. Ich hab's dir heimgezahlt. Achtung! Na, warte! Da kommen sie! Wie redet die Uhr? Wer sagt das? Nein, wer sagt das? Die Uhr ist ready, aber wie animiere ich sie jetzt? Rotoscoping. Ich stelle die Bewegung der Charaktere in echt nach und überzeichne die Umrisse, damit ich einen echten Bewegungsablauf habe. Du bist verletzt! Und was ist damit? Ich dachte, du heilst alle Wunden! Wieso zur Hölle denkt er das? Sehe ich etwa aus wie ein gottverdammter Sanitäter? Na, warte! Der Typ rastet verständlicherweise komplett aus, überwältigt die Zeit und schlägt auf sie ein. Ich verstehe den Typ komplett. Wir brauchen noch mehr random Redewendungen mit Zeit. Die Zeit totschlagen. Ein Typ, der genauso aussieht, ruft aus der Ferne: Hör auf damit, du schlägst sie tot! Wer behauptet so etwas über mich? Na er! Für diesen Shot will ich eine Detailaufnahme von den Augen, von der Zeit, um der Zeit gedanklich visuell so nah wie möglich zu sein. Wir sind am absoluten Tiefpunkt angekommen, aber wie in jedem guten Anime erinnert sich der Hauptcharakter
an die Worte und das harte Training des Großmeisters, in dem Fall natürlich vom Urgroßvater. Na er! Was würde Urgroßvater jetzt tun? Erkenne die Zeichen, Junge. Motion. Ein unfassbar wichtiges Anime-Element sind Kamerabewegung und schnelle Linien. Du kannst eine Szene einfach so viel krasser gestalten, nur durch diese zwei Elemente. Hier ein Beispiel. Eine Kerze. Was würde Urgroßvater jetzt tun? Erkenne die Zeichen, Junge. 12? 12? Voll eins auf die 12. Ich hau ihm einfach voll eins in die Fresse. Danke, Urgroßvater. Du bist der Beste. High Energy und Wut und Anger ist so ein Gefühl, das wir sehr, sehr häufig verdrängen, weil es negativ konnotiert ist. Ja? Wir finden eher Leute sympathisch, die halt irgendwie ruhig sind und keine Ahnung, was auch immer. So. Wut ist ein ganz wichtiges, hat eine ganz wichtige Funktion. Es zeigt uns Grenzen, die überschritten werden, wenn wir wütend werden. Jetzt brauchst du quasi jemanden oder eine Situation, an die du denken kannst, die dich triggert, und zwar dich wütend macht. Yeah! Impact Frames. Impact Frames sind ein oder mehrere Frames im Moment eines animierten Schlags oder einer Explosion. Sie können zum Beispiel die Blendwirkung eines plötzlichen Lichts simulieren. Vor dem eigentlichen Schlag zeige ich den Körper der Zeit und speziell den Schlag in diesem sketchy Look, um die Impact Frames einzuleiten. Ich habe bis zu dem jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich mit Keyframes animiert. Das heißt, ich bestimme zum Beispiel bei Keyframe 1 Position A eines Objekts, Keyframe 2 Position B. Aber die geilsten 2D-Animationen sind einfach Frame by Frame gezeichnet. Das heißt, eine Sekunde hat 24 Frames und jedes der 24 Frames ist neu gezeichnet. So wie bei dieser Morph Transition. Aber was könnte ich ineinander morphen lassen? Okay, ich schreibe jetzt einfach mal ein paar Begriffe auf, in denen das Wort Zeit vorkommt und überlege jetzt, welche Elemente der einzelnen Bilder anderen Elementen aus der Gruppe an Wörtern ähneln und daraus stricke ich eine eigene kleine Story. Ich baue das dann als Erinnerung ein, in dem Moment, in dem die Zeit auf den Typen einprügelt, als würde sie sich jetzt gerade an etwas erinnern. Der Zeitpunkt wird zur Eiszeit, dann kommt der Zeitfresser, die Zähne werden zum Zeitfenster, die wird zur Zeitung, der Leser sieht die wunderschönen Kurven der Sanduhr und wir sehen das Zeitgefühl. Die Zeit der Sanduhr ist abgelaufen und wir sehen den Zeitgeist. Der Zeitgeist wird abgeworfen, sinngemäß für den Zeitgeist treffen. Die Kugel wird zur sich wehrenden Faust des Typen, der auf dem Boden liegt und kommt gegen den großen Zeiger. Wir sind jetzt wieder ein paar Minuten in der Vergangenheit und beide wissen von nichts mehr. Was ist passiert? Weiß nicht, aber du bist verletzt! Und was ist damit? Ich dachte, du hältst alle Wunden! Wieso zur Hölle denkt er das? Sehe ich etwa aus wie ein gottverdammter Sanitäter? Warte! Wer behauptet so etwas über mich? Hör auf damit, du schlägst ihn tot! Na er! Was würde Urgroßvater jetzt tun? Erkenne die Zeichen, Junge. 12? 12? Voll eins auf die 12. Ich hau ihm einfach voll eins in die Fresse. Danke, Urgroßvater. Du bist der Beste! Yeah! Ich erinnere mich an etwas. Was ist passiert? Weiß nicht, aber du bist verletzt! Ich hoffe, dir hat das Video so viel Spaß gemacht beim Schauen wie mir beim Produzieren. Ich habe unfassbar viel gelernt in den letzten 2 Monaten und ich würde gerne eine Sache teilen. Das ist einer meiner Hauptprobleme. Und zwar dieses Bewerten während dem Prozess. Das heißt, wenn das Universum schickt dir eine Idee und wenn du diese Idee immer wieder bekommst, dann ist es
unsere Aufgabe, einfach nur das 1:1 umzusetzen mit unseren aktuellen handwerklichen Skills. Und dieses Bewerten während dem Prozess, ey, das sieht kacke aus, den Gag checkt keiner, das kostet dich einfach unnötig Energie, die du wieder ins nächste Projekt investieren kannst. Und dieses Bewerten, das kannst du komplett dann den anderen überlassen und dann kannst du dich einfach drauf freuen, was andere darüber sagen. Und natürlich, ich habe auch immer diese Angst, ich schiebe das immer so weit weg, wie es geht. Und auch dieses Video zu machen, das ist schon wieder viel später, als die eigentliche Animation fertig war. Und je später der Zeitpunkt war, desto weniger hatte ich Bock, das Video zu machen hier, weil ich wusste, ich bin immer unzufriedener mit der Zeit, mit dem eigentlichen Film. Und das ist aber komplett normal und das geht jedem so. Und deswegen bewerte weniger und mach mehr. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Liken, teilen, abonnieren, würde mich unfassbar freuen. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Allerdings.